Hallo und herzlich willkommen zu DevStore Teil 33. Wir haben den abgegradeten Hookshot jetzt endlich, oder was heißt endlich? Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Ich dachte, es gibt wahrscheinlich nur von den anderen dreien was. Aber wir kriegen ein Item nach dem anderen, ein Upgrade nach dem anderen, lüften ein Geheimnis nach dem anderen. Wir sind ziemlich gut. Wir sind ziemlich gut. Okay, gestrandeter Seemann ist jetzt wahrscheinlich wirklich erst ab. Ja, der gestrandete Seemann ist erst ab hier. Das heißt, wir müssen hier. Ist das schon? Nee, okay. Das heißt, wir suchen jetzt ein Abflussrohr. Abflusskanal suchen wir. Müssen die Augen offen halten. Wer hat gesagt, wir sollen nicht verwundert sein, wenn wir nicht das kriegen, was wir erwarten? Was auch immer das bedeutet. Schließlich ist es ein Abflusskanal. Wow, ey, das sah cool aus. Ich weiß zwar nicht, wie viel Schaden das macht, aber es sieht einfach cool aus. Ich check nicht, warum wir immer wieder den besiegen müssen, um da hochzukommen. Das war ziemlich, ja. Das lief tatsächlich ziemlich gut. Besser als erwartet. Besser als normal. Irgendwie hat er mich nicht getroffen. Ja, hier ist einfach, also keine Ahnung. Wir gehen es aber trotzdem alles nochmal durch, dass wir hier nicht irgendwas übersehen. Ich meine, wenn es so unsichtbar versteckt ist, ist das, finde ich, gemein. Aber ist das ja nicht. Okay, das heißt, den Bereich Hammer. Abflusskanal, der kann auch hier irgendwo sein. Kann das sein, dass in dem Haus, können wir in sein Haus rein? Wenn es Nacht ist. Müssen wir auch gucken noch. Ich meine, wir machen Nacht. Sobald wir das nächste Rätsel gelöst haben, machen wir wieder Nacht. Genau hier sind wir schon rein, gell? Ja, das können wir theoretisch immer noch. Aber das brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir gucken hier. Aber ich glaube, hier haben wir alles. Da gab es da nicht sogar einen Schrein. Deswegen ist es eigentlich verwunderlich, dass es hier nochmal einen gibt. Vielleicht gibt es auch nicht hier direkt nochmal einen. Da gab es unser schönes Großschwert. Das beste Schwert, das angenehmste Schwert. Ja, hier gab es auf jeden Fall. Da oben gab es schon ein Dings, einen Schrein. Das heißt, es wäre sehr verwunderlich, wenn es hier nochmal einen gibt. Abflusskanal, oder meint er das? Aber das meint er doch nicht mit Abflusskanal, oder? Exakt nicht weit von hier. Das heißt, ich gehe wirklich davon aus, dass es hier sein muss. Ich gehe da wirklich davon aus. Ja. Das heißt, es muss irgendwo hier oben sein. Wenn das stimmt, was er sagt. Wenn er uns nicht anlügt, der Gute. Das tut er ja wahrscheinlich nicht. Aber also hier sind wir hier wirklich gut durch. Also haben wir schon echt alles uns angeschaut. Weil wir wollten ja, wir haben ja das Geheimnis mit dem Großschwert hier schon gelöst. Deswegen mussten wir hier ziemlich genau uns alles anschauen. Gehe ich jetzt erst hier hin? Wobei, nee, da geht's schon zur Burg Schlüsselstein. Da oben war diese komische Maske da, die da liegt. Dieser Kopf. Maske ist das falsche Wort. Hier ging's rein. Da war eine der Sachen. Hier ging es natürlich runter, aber hier ist schon nirgendwo, ist doch hier ein Abflusskanal. Kann mir doch nicht erzählen. Ganz ehrlich. Da unten war der Teleporter, aber ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Geht's hier vielleicht irgendwo hin? Das wäre. Nee. Hier auch nicht. Und hier? Hätte er sein können. Nee, eigentlich hätte es nicht sein können. Hier. Hier geht's gar nicht runter.
Also wenn es hier nirgendwo ist, dann finde ich das total komisch. Auch so, wartet. Was habe ich da gesehen? Das ist ein Schrein. Das ist ein Schrein und da kommen wir von unten oder von oben hin. Da ist tatsächlich der Schrein, den wir suchen. Aha. Das heißt, wir müssen irgendwie mit einem Abflussrohr da hinkommen. Von vorne kommen wir da nicht hin, oder? Aber wie kommen wir von der anderen Seite da bitte hin? Hä? Oder brauchen wir doch den Teleporter? Ich kann es mir nicht vorstellen. Hier war auch nichts. Oder hier war das Dings, gell? Zwischen denen war auch so eine Öffnung. Aber das suchen wir alles nicht. Hier oben ging es zu Burg Schlüsselstein. Ja. Okay, das ist schon mal was Gutes. Wir haben schon das Ding gefunden. Ja, hier geht's zu Burg Schlüsselstein. Wir haben schon den Weg gefunden. Also, wir haben nicht den Weg gefunden, sondern wir haben den Schrein gefunden. Von da. Von unten. Von da hinten kommen wir da wahrscheinlich nicht hin. Rüberziehen können wir uns da wahrscheinlich auch nicht. Wie könnte das sein? Wie könnten wir da hinkommen? Vielleicht hier irgendwo? Eigentlich muss ich erwarten, dass es von weiter unten geht. Eigentlich. Könnte das sein, dass es wirklich einen Zugang durch ein Haus gibt? Oder ist das hier der Kanal? Abflusskanal? Oder ist es bei dem Kerl selber? Nee, es kann doch eigentlich... Ah, guck mal, das sieht wirklich aus wie so ein Kanal hier. Vielleicht gibt es hier noch einen anderen Ausgang. Boah, wie krass das wäre, wenn es hier hinten einfach rausgegangen wäre. Das wäre so krass gewesen. Hier. Scheiße. Das wäre cool gewesen. Hier. Nein! Oh, das sieht... Jetzt habe ich schon so viele Dings gefunden, wo es so echt gut aussah. Ich bin leider etwas ratlos, Freunde. Ich bin leider etwas ratlos. Ich will es halt nicht wieder Nacht machen. Ich meine, dafür brauchen wir eigentlich keine Nacht. Ich gucke jetzt nochmal hier, weil irgendwie... Dinger kann man auch nicht ausmachen, oder? Das wäre halt irgendwie auch eine Möglichkeit oder noch eine Idee gewesen. Oder wir müssen wirklich von innen irgendwie reinkommen. Wir gucken noch mal kurz. Da oben, ob es da irgendwie zu einem Kanal geht. Irgendwie. Guck mal, das sieht doch aus wie ein Kanal, oder? Eigentlich haben wir doch alles hier abgecheckt. Und da geht es dann nur zurück zu den Ruinen. Wir können halt nicht schwimmen. Außer ist es hier irgendwo doch noch. Vor allem, warum ist hier so ein Turm von Dingen? Ich glaub's nicht.
Ja, wir suchen, wir suchen, wir suchen, wir finden leider nichts. Ich probiere es jetzt mal nochmal von hier. Ne, ich habe gar nicht genug für eine Bombe, egal. Oder hier zwischen den beiden da. Jetzt bräuchte ich nochmal eine Bombe, gell? Das habe ich jetzt leider nicht. Ach komm, kann das sein? Eigentlich kann es, aber ich muss es testen. Warum habe ich denn jetzt nicht genug für eine Bombe? No! Oder sind die Kisten schon wieder? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss raus und nochmal rein. Hier raus und dann nochmal rein. Abflusskanal. Ein Abflusskanal ist ja eigentlich, müsste irgendwie so ein Wasserkanal sein. Sowas. Ich hoffe, die Dinger sind wieder. Ja, sind sie sehr gut. Das wäre so krass gewesen, wenn da jetzt ein Durchgang wäre. Wäre es so krass gewesen. Also wenn wir davon ausgehen, dass es nicht Nacht sein muss. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Der Kerl einfach schon wieder. Was gab's hier? Ja, aber da gab's irgendwas, gell? Da gab's, glaube ich, solche Kugeln. Da gab's auf jeden Fall irgendwas. Wenn der Kerl mir helfen könnte. Aber der sagt nur, dass Jeff eine Lego Suppe macht. Von wegen schlauer Diener. Von wegen. Nee, nee, nee. Ich gehe kurz durch, damit ich volle Leben habe. Nee, nee, nee. Hier haben wir eigentlich, haben wir hier alles abgeguckt, abgecheckt, abgesucht. Bringt uns der Teleport was? Wo bringt uns der Teleport? Vielleicht brauchen wir den. Vielleicht ist das die Lösung vom Rätsel. Dass wir einfach nur den Teleporter brauchen. Wofür denn? Haben wir eigentlich schon gesehen, wo der hinführt? Führt der vielleicht hier hoch? Nee. Oder da, guck mal, da unten führt er hin. Hä, aber dann brauchen wir ihn. Aber was steht dann für Abflussrohr? Was ist das dann für eine. Für einen Quatsch mit Abflussrohr. Das heißt, wir brauchen einen T. Aber wie? Aber guckt, wenn wir hinschauen. Da sieht man es, glaube ich, irgendwann kurz. Ja, wir sehen es fast praktisch gar nicht. Aber das ist ja komplett krass, wenn wir den brauchen. Nicht nicht weiß wie. Für was waren das hier nochmal? Hat es sonst nur die Treppen wieder hier hingemacht? Wenn ich hier noch ein bisschen mehr sehen würde, ein kleines bisschen mehr, ey. Hier könnte doch ein Weg sein. Guck mal, für was gibt es hier die Kristalle? Wir bomben jetzt uns durch alles durch. Oder geht es einfach hier? Nur Verzierung. Meine, hier sind wir schon runtergesprungen. Für was kann man hier runter. Für was gibt es hier was zum Runterspringen? Nee. Ich glaube, wir müssen uns erstmal wieder hier geschlagen geben. Hier gibt es auf jeden Fall den Teleporter, so viel ist klar. Ich glaube, dass es das ist, was wir brauchen. Komm, wir sehen halt einfach nicht hin. Wir sehen halt einfach nicht hin. Was ist das? Guck mal, da klippt sie, aber das ist nur ein.
Bug, glaube ich. Also man sieht hier ein kleines bisschen, wenn man hier sieht ein bisschen einen Schrein hat. Ach komm, ey. Ich wüsste... Wie, nee, es geht nicht da... Nee, oder? Hä? Das haben wir doch schon getestet, oder? Das haben wir, glaube ich, schon getestet. Gerade gedacht, da geht's doch runter. Das sieht halt auch null nach Kanal aus. Und hier hoch kommen wir auch nicht, keine Chance. Ja, guck, hier ist der Teleporter. Ja. I guess wir brauchen das. Wo auch immer wir das herbekommen, wir brauchen das. Ach man, ich will hier eigentlich nicht am Tag rumsuchen. Ich wechsle, glaube ich, auf Nacht, oder? Vielleicht hätte uns die Nacht auch geholfen. Ich gehe in Burg Schlüsselstein und dann wechsle ich kurz auf Nacht. Oder wir suchen das erstmal in Burg Schlüsselstein. Oh fuck, ich laufe runter. Ist es halt die Frage, was mehr Sinn macht. Wenn wir nämlich ein Rätsel lösen, dann können wir noch zurück und gucken, ob er dann einfach aufhört zu reden. Oder ob er dann noch weitere Tipps gibt. Aber wenn wir Nacht machen, können wir Nacht schon auf Burg Schlüsselstein alles untersuchen. Schwer. Ja, wir gehen durch, heilen uns kurz. Und dann suchen wir einen schlüsselförmigen Alkoven. Eine hohle Wand. Wird natürlich auch ganz schwer hier. Schlüsselförmige Alkoven. Gucken wir uns erstmal hier alles an, oder? Eine hohle Wand im schlüsselförmigen Alkoven. Ist halt die Frage, ob wir das überhaupt checken. Da oben ist auf jeden Fall noch eine verschlossene Tür. Das ist doch zumindest ganz interessant, oder? Eine verschlossene Tür. Das heißt, wir gehen mal davon aus, hier ist es nicht. Also nicht rechts von uns, sondern irgendwo links von uns. Naja, hier gibt es halt auch wieder so einen Teleporter. Wobei der uns an die Wand führt, das weiß ich. Hier vielleicht? Hier war auch noch eine Seele, dann wohl doch eher nett. Ich frage mich, ob ich das überhaupt check, ob es ein schlüsselförmiger Alkoven ist. Guck mal, da kann man sich dahin teleportieren. Hier gab es, glaube ich, nichts, oder? Hier gab es nur... Ne, hier gab es nichts. Da oben ging es weiter. Hm, hier ist einer dieser Schlüsseldudes. Aber hier geht es auch weiter. Oh, das könnte sein, dass wir hier noch nicht waren. Das könnte tatsächlich sein. Das kommt mir nicht bekannt vor. Sieht gut aus, Leute. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Okay, so gut sieht es dann doch nicht aus. Ist das ein schlüsselförmiger Alkoven? Wie kommen wir hier durch? Können wir da irgendwo dagegen schießen? Das sieht doch aus nach irgendwas, oder? Guck mal, das sieht aus, als... Ja, als würde es hier reingehen. Oha. Oha. Hohle Wand, schlüsselförmiger Alkoven. Ich glaube, das ist es. Ist das ein schlüsselförmiger Alkoven? Wie auch immer. Ach so, doch. Das war einfach der... Jawohl, Leute. Einfach. Das ist so einfach, ey. Boah, das war pures Glück. Das hätte ich genauso gut übersehen können. Und hätte ich das übersehen, wäre ich hier nie wieder hin. Ich meine, das könnte... Nee, beim anderen kann das tatsächlich nett sein. So, sehr gut, Freunde. Sehr gut. Hat sich am Ende des Tages doch gelohnt. So, das heißt, unser Ziel ist jetzt nochmal gestrandeter Seemann.
Und dann gucken, ob er nochmal was sagt. Und dann schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Macht's gut, haut rein und tschüss.